Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Ich möchte heute eine angefangene Serie fortsetzen. Und zwar soll es heute wieder um die Lokvorstellung gehen. Und da kommen wir schon zu der Lok, die hier im Bild abgebildet ist. Das ist eine Baureihe 71. Die Baureihe 71 ist eine sogenannte 1B1-Lok. Ja, das heißt, vorne ist eine Laufachse, hinten ist eine Laufachse und es gibt zwei gekuppelte Achsen, die hier für die Lok als Antrieb dienen. Und jetzt schauen wir uns erstmal Vorbild und Modell an. Deshalb haben wir hier, sind wir jetzt auf einer Seite eines nicht ganz unbekannten Suchmaschinenanbieters und tippen dort Baureihe 71 ein und schauen mal, was passiert. Wir haben ja zwei Seiten, die jetzt hier für uns relevant sind. Das ist einmal die Wikipedia-Seite und dann die Seite von der Modellbau-Wiki. Wikipedia präsentiert uns hier mehrere Vertreter der Baureihe 71. Wir haben also zuerst hier die Einheitslokmotive, dann haben wir eine preußische T5, dann haben wir hier eine bayerische, die war jetzt gerade schon angezeigt, eine bayerische PT2/4H und wir haben die sächsische 4T. Das wären jetzt die wichtigsten Vertreter. Die oldenburgische T51 richtet sich mehr oder weniger an der preußischen T5 aus und die anderen drei haben jetzt für uns, für Deutschland, keine Bewandtnis oder keine große Bewandtnis. Ja, kommen wir zur Einheitslok. Da öffnen wir mal die Seite. Ja, hier haben wir leider noch kein Bild, das sehen wir nachher in der Modell-Wiki. Also hier bei Wikipedia ist kein Vorbildfoto eingestellt, leider. Der Ansatz, diese Lok zu bauen, und zwar im Jahr 1934, war ein ähnlicher wie beim bayerischen Glaskasten, nämlich den Triebwagen Konkurrenz zu machen. Es sind aber nur 6 Maschinen gebaut worden, also es war sicher nicht der große Überflieger, die auch relativ schnell nach dem Krieg ausgemustert wurden. Also hier ist die Rede von 1956. Wie gesagt, Fotos sehen wir nachher noch. Die preußische T5 ist der älteste Vertreter. Also die Preußen haben es quasi vorgemacht. Man sieht der Maschine das Alter auch an. Die stammen also aus dem 19. Jahrhundert. Die ersten Fahrzeuge mit dieser, also Tenderloks mit dieser Achsfolge, sind schon 1866 gebaut worden. Die hier ist etwas jünger und die haben aber nicht so sonderlich lange überlebt. Also die T51, die hat es bis in die 30er Jahre geschafft. Dann gibt es eine T52, die hat es bis 1955 geschafft. Ich vermute aber mal, dass hier das polnische Lokomotiven waren, die nach dem Krieg dann in Deutschland geblieben sind. Ja, dann haben wir hier eine T52 als Heißdampfvariante. Die hat es bis 1920 geschafft. Dann haben wir hier noch eine T5 der unterelbischen Eisenbahn. Die ist also 1911 schon ausgemustert worden. Die anderen beiden sind die Ausmusterungsdaten nicht bekannt. Kommen wir zur bayerischen Lok. Die PT2/4H. Machen wir das Bild mal groß. Auch die hat es bis nach dem Krieg geschafft. Hier war es auch ein ähnlicher Ansatz wie beim Glaskasten. Also man hat hier versucht, auch die Lok so zu bauen, dass sie eben für den Einmannbetrieb geeignet ist. Also man hatte da quasi nur einen Lokführer drauf und keinen Heizer. Inwieweit das auch wirklich durchgezogen würde, kann ich jetzt nicht beurteilen. Es ist also sehr, sehr wenig Text hier. Und die bayerischen Lokomotiven sind jetzt nur unbedingt nicht mein Spezialgebiet. Na, die letzte Maschine ist 1948 ausgemustert worden. Die haben es also auch bloß ganz knapp über den Krieg geschafft. Die sächsische 4T.
So sieht's ja aus. Ja, die Sächsische Staatsbahn hat sich da auch an den Preußen orientiert und hat versucht, hier eine Nahverkehrslok zu schaffen. Allerdings hatten sie damit ein bisschen Probleme. Die waren ja deutlich später dran als die Preußen. Und die Geschwindigkeiten im Nahverkehr waren mittlerweile höher. Und die Lok war zwar für 90 zugelassen, allerdings neigte die zum Entgleisen, weil die Ausführung der Vor- und Nachlaufachse eben nicht so war, wie es hätte für diese Geschwindigkeit sein müssen. Es gibt ja in der Geschichte des Lokomotivbaus so diverse Fehlkonstruktionen. Dies war eine davon. Man konnte allerdings eben nicht auf sie verzichten. Ich gehe auch davon aus, dass sie relativ zeitig zur Ausmusterung anstanden. Allerdings haben sie es doch bis in die Epoche 3 geschafft. Ja, und dann haben wir die Modellbau-Wiki. Ja, hier haben wir auch wieder die Aufführung der einzelnen Baureihen. Was es dann im Modell gibt, in H0 hätten wir dann hier die sächsische Variante. Hier muss man ein bisschen aufpassen bei diesen drei hier gezeigten Maschinen, weil es gibt eine alte und eine neue Bauform. Also die alte ist noch zu DDR-Zeiten entstanden, ist dann in den 90ern gebaut worden, also 1990 gebaut worden. Und ist ein bisschen schwierig, was so die Fahreigenschaften angeht. Ich kenne also sehr viele Modellbahner, die haben sich die Lok gekauft und die war dann ein Standmodell. Na, es gibt aber auch noch eine neuere Ausführung. Hier muss man dann ein bisschen auf die Nummern achten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Modellbau-Wiki, ich kann das leider nicht nachvollziehen, ob die nicht die Bilder vertauscht haben, weil dieses Grün hier ist eigentlich eher ein bisschen ungewöhnlich für eine Lok nach der Wende. Das ist so das alte Pico-Länderbahn-Grün und so hat also die Lok ganz sicher nicht ausgesehen im Vorbild, weil die Sachsen sich wahrscheinlich eher an den Bayern orientiert haben. Deshalb ist wahrscheinlich auch diese Farbe hier falsch, weil das ist das preußische Grün und auch das preußische Fahrwerk. Es gibt da in der Literatur, ist es nicht so ganz eindeutig, was so die sächsischen Farben angeht, weil es für das Grün wahrscheinlich eher das bayerische Grün war und bei dem Fahrwerk, da streitet man sich, ob es braun war oder eher, naja, eher so eine Art Karminrot. Also auch nicht das Rot, was wir hier jetzt bei den Einheitslokomotiven haben. Ja, ich gehe dann auf die Lok nochmal zum Schluss darauf ein. Dann haben wir hier die Einheitslok. Hier haben wir mal ein Bild. Leider sicher auch nicht so riesengroß. Naja, gut, es geht. Also auch hier die Achsfolge 1B1. Diese Lok gibt es von Warnert und von Lilliput. Zu Voreigenschaften kann ich hier leider nichts sagen. Ich habe die Lok noch nie irgendwo auf einer Anlage gesehen. Ja, dann haben wir noch die DAG-Variante und die Reichsbahn-Variante von Gütold, also der sächsischen Maschine. Hier gilt auch wieder das Gleiche, was ich weiter oben gesagt habe, wobei die Epoche 3-Variante da wahrscheinlich jüngeren Datums ist. Also die sollte dann schon das etwas modernere Fahrwerk haben, was dann auch wirklich fährt. Ja, bei in Spur N gibt es dann die 71009. Da steht jetzt hier, dass die von Intermodell ist und von der Preußischen Staatsbahn. Das wäre also die preußische Variante. Entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, kann ich jetzt nicht dazu sagen, aber das wäre dann mal eine Lok, die es in H0 nicht gibt. Na, dafür gibt es in N die ganzen H0-Loks nicht. So viel erstmal hierzu. So, hier nochmal ein paar bewegte Bilder. Die sächsische 4T, also 712 von Gützold, hatte ich glaube vorhin vergessen zu erwähnen, dass die Lok von Gützold ist. Bei der Ausfahrt hier aus dem Schattenbahnhof. Ja, es, wie gesagt, es gibt ja nur die beiden Maschinen im Modell. Wer also sich hier einen T5 gerne haben möchte, der muss sie sich wahrscheinlich dann selber bauen.
Hier noch eine schöne Seitenansicht. Die, also meine beiden Lokomotiven, die haben noch keinen Sanddecoder. Das ist auch geplant, dass er dann auch noch Dampflokgeräusche von sich gibt. Hier haben wir noch eine weitere Lok mit einer anderen Loknummer. Die gehört nicht mehr. Das ist also von einem anderen Kollegen, der sie hier eingesetzt und auch schon ein bisschen gealtert hat, was meine noch bekommen müssen. Also die Alterung. Ja, und hier auf dem Bild ist der Nachfolger dieser Baureihe bei der Sächsischen Staatsbahn. Das ist dann die Baureihe 75, die dann zum Teil den Nahverkehr von der Baureihe 71 übernommen hat. Ja, Baureihe 75 wäre auch mal ein Thema von einem Video. Da gibt es ja mehrere Länderbahn-Versionen. Ich habe allerdings nur die Sächsische, deshalb werde ich mich da wahrscheinlich nicht dran wagen. So, zum Schluss mal noch meine beiden Lokomotiven. Ich habe einmal die neue und einmal die alte Variante, sind allerdings beide umgebaut. Also hier wäre das jetzt die alte Variante. Man sieht es vor allem an den Lampen und man sieht es auch am Antrieb. Weil hier hat man sich kurioserweise dafür entschieden, die Laufräder anzutreiben und die eigentlichen Treibräder eben als Laufräder zu nehmen, warum auch immer man sich da entschieden hat. Wir haben jetzt hier hinten einen Haftreifen und vorne nicht. Ja, hier haben wir die neue Variante. Hier dann immer auf die Lampen gucken. Na, also die Lampen sind dann schon etwas moderner, als wir das hier bei der alten Variante haben. Die sehen also nicht ganz so schön aus. Hier hat man beim Antrieb, hier muss ich mich mal für das Knäuel hier drin entschuldigen. Da muss ich noch mal was machen. Ja, hier sind alle vier Räder angetrieben. Na, egal ob Laufachse oder nicht. Ja, so viel zu diesen beiden Fahrzeugen. Ja, und hier noch mal eine Geschichte zu diesem Bild, sozusagen als letztes Bild in diesem Video. Hierfür bin ich mit dem Auto im Muldental herumgefahren, um einen geeigneten Hintergrund zu suchen. Ich habe mich dann an irgendeine Fernverkehrsstraße gestellt, auf einem, naja, Parkplatz, eher so ein wilder Parkplatz, und habe dort Modul aufgebaut und habe dann dieses Foto gemacht. Ja, so wären wir jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr gerne meinen Kanal abonnieren wollt oder ein Like unter dieses Video geben wollt, ich werde euch nicht daran hindern.